Nicht weit hatte es die Feuerwehr Schalksmühle zu ihrem Einsatzort am Ostersonntag. Direkt neben dem Gerätehaus an der Volmestraße war es am Sonntagabend zu einem Küchenbrand in einer griechischen Gaststätte gekommen. Am heutigen Ostersonntag gegen 20.20 Uhr wurde der Löschzug 1 der Feuerwehr Schalksmühle zur Volmestraße 32 gerufen, zu einem angeblichen Zimmerbrand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude festzustellen. Nach Angaben der Bewohner, die sich vor dem Haus befanden, sollten noch mindestens ein, wenn nicht zwei Personen in dem zweigeschossigen Gebäude sich befinden. Daraufhin leiteten wir die Menschenrettung unter PA ein. Eine Person wurde dabei über Steckleiter aus dem Obergeschoss gerettet. Eine weitere Person wurde mittels Fluchtretter aus dem Obergeschoss gerettet. Daraufhin veranlassten wir die Brandbekämpfung. Es handelte sich hierbei um einen Gaststättenbetrieb, in dessen Küchenbereich eine Friteuse in Brand geraten war. Hier ging ein Trupp mit Pulverlöscher vor und nahm die erste Brandbekämpfung vor. Des Weiteren wurde im weiteren Verlauf der Brandbekämpfung das gesamte Gebäude mittels Wärmebildkamera auf Glut- und Brandnester untersucht, sowie das gesamte Gebäude nochmalig und mehrmals auf Personen untersucht, was sich aber als negativ erwies. Hinzugezogen zu diesem Einsatz wurden neben den Kräften des Löschzuges 1 auch der Löschzug 2 der Feuerwehr Schalksmühle, des Weiteren 4 RTWs, ein Notarzt sowie der leitende Notarzt, des Weiteren die Kraftfahrdrehleiter aus Brügge zur Unterstützung der Einsatzkräfte. Wir schätzen den Sachschaden im Moment auf einen fünfstelligen Betrag. Das Haus kann aber bislang noch nicht betreten werden.